In diesem Video zeige ich Ihnen anhand einer einfachen Übung, wie wir in uns zwei Kräfte haben, die uns tragen. Eine, an die wir uns anlehnen können. Und eine, die uns hilft, uns für die Welt zu öffnen. Der Bewegungsablauf dieser Übung ist ganz einfach. Stellen Sie sich gerade hin, spüren Sie Ihre Aufrechte, das Gewicht ruht auf den Ballen des Fußes. Dann neigen Sie sich nach hinten, sind immer noch aufrecht und das Gewicht ruht entspannt auf der Ferse. Dann neigen Sie sich leicht nach vorne, ebenfalls aufrecht, und jetzt helfen die Zehen ein wenig mit, dass Sie stabil stehen. Dann kommen Sie in die Mitte zurück, fühlen sich zentriert, aufrecht und in der Mitte. Diese einfache Übung, die Sie immer machen können, wenn Sie sich selbst tiefer spüren und in Ihre Mitte kommen wollen, wollen wir jetzt in Ihren Einzelheiten betrachten. Als erstes wollen wir uns mit unserer Mitte beschäftigen. Dazu brauchen wir die Füße. Stellen Sie sich aufrecht hin, spüren Sie in Ihren Körper, das Gewicht ruht auf den Ballen. Dann versuchen Sie, die Zehen zu fühlen, wie Sie den Boden leicht berühren, wie Sie vielleicht ganz leise Bewegungen darin machen. Dann die Ballen spüren, dann die Wölbung des Fußes spüren, dann die Fersen spüren, die Innenkante der Füße spüren, und zu den Außenkanten der Füße gehen und diese spüren. Die Oberseite der Füße spüren. Und die Unterseite des Fußes. Suchen wir jetzt bewusst die Mitte zwischen vorne und hinten. Neigen wir uns ein wenig nach vorne. Nach hinten. Und so ein paar Mal hin und her und auch den Weg dazwischen spüren. Wo entsteht die Mitte? Dann langsam die Mitte einnehmen. Und dann spüren, wie fühlt sich das an? Was ist das Gefühl für meine Höhe, für meine Aufrechte, für meine Ausstrahlung, wenn ich in der Mitte bin? Damit die Mitte möglichst frei sein kann, sollte das Gewicht auf den Ballen ruhen. Die Fersen und die Zehen berühren den Boden nur leicht, um die Balance zu halten. Beziehen Sie auch Ihren Kopf, den Hinterkopf und die Stirn in Ihr Gefühl für die Aufrechte mit ein. Wenn Sie die Wölbung der Stirn spüren und mit dem Gefühl verbinden, das Sie in den Fußballen spüren, kann es sein, dass das Gefühl für die innere Höhe und das im Gleichgewichtsein noch zunimmt. Wenn das gelingt, werden die Zehen und die Fersen erstaunlicherweise fast schwerelos. Die Füße spüren, aufrecht stehen, das Gewicht nach hinten verlagern, nach vorne verlagern, die Mitte suchen. Den Kopf spüren, den Hinterkopf, die Stirn mit dem Gefühl für den Fußballen verbinden, die Höhe erleben, die entsteht, und die Leichte in den Fersen und Zehen. Das aufrechte Stehen, seine Größe spüren und die Höhe, war der erste Teil der Übung. Jetzt schauen wir den zweiten an. Neigen Sie sich leicht nach hinten und verlieren Sie Ihr Gefühl für das Aufgerichtetsein und für Ihre Mitte nicht. Gehen Sie nur so weit nach hinten, bis das Gefühl auftritt, dass Sie getragen werden und Sie nicht nach hinten kippen und das Gleichgewicht von ganz alleine entsteht. Vielleicht haben Sie dann ein Gefühl wie Watte, in das Sie sich hineinlehnen können und diese Federn trägt und wo Sie sogar den Hinterkopf anlehnen können. Lassen Sie dieses Gefühl
eine Zeit lang wirken. Spüren Sie dabei auch Ihre Füße, die Fersen, die Ballen, die Zehen. Und vielleicht auch, dass die von hinten stützende Kraft nicht einfach eine Mauer ist, sondern ein Kraftfeld, das hoch hinauf und in die Weite reicht. Wenn Sie das spüren, das getragen werden, die Füße, die Weite, wie reagiert Ihre Lunge darauf? Oder können Sie über die Lunge, den Brustkorb, das Gefühl des Getragenwerdens sogar verstärken? Das war der zweite Teil der Übung. Jetzt schauen wir uns den dritten Teil an, das nach vorne neigen. Wenn wir das nach vorne neigen nicht willkürlich ausführen wollen, dann können wir ausnutzen, dass der untere Mensch die Tendenz hat, nach vorne zu wollen. Greifen Sie mit den Händen nach unten und laden Sie ihn ein, sich nach vorne zu bewegen. Und dann gehen Sie einen oder zwei Schritte mit. Und Sie werden wahrscheinlich merken, dass es mit den Händen und deren Führung sich anders anfühlt und leichter geht, als wenn Sie das ohne machen. Ich habe das in den anderen Videos im Detail ausgeführt. In dieser Übung benutzen wir die Hände aber nicht. Wenn Sie leicht zurückgeneigt und angenehm angelehnt sind, könnten Sie wahrscheinlich Stunden so bleiben. Versuchen Sie dann, von Ihrem Herz nach unten zu fühlen, bis der untere Mensch sich wahrgenommen fühlt und dadurch sich entfaltet und einen ganz leisen Zug nach vorne entwickelt. Wenn Sie dem nachgeben, kann es sein, dass es Sie langsam ein wenig nach vorne neigt, ohne dass Sie das Gefühl für Ihre Mitte, für Ihre Höhe verlieren. Hinten angelehnt sein, nach unten spüren, warten, bemerken den leisen Zug, unten folgen, die Mitte und die Höhe folgen. Wenn Sie auf diese Weise nach vorne gegangen sind, können Sie Ihre Verbindung nach unten vertiefen. Dann kann es geschehen, dass plötzlich im Innern Sie spüren, dass eine Kraft wie ein Strom von unten entsteht, der Sie von innen her trägt, wie eine stabile Säule, mit der Sie nicht umfallen können. Wenn Sie diese Säule erleben, sollten Sie in der Lage sein, das Gleichgewicht durch Intensivieren dieser inneren Säule zu steuern und nicht durch die Aktivität in den Zehen und der übrigen Muskulatur. Dann fühlen Sie sich getragen, stabil und trotzdem beweglich. Sie können schwingen, auch in dieser Position, ohne in irgendeiner Weise ihr Gleichgewicht ringen zu müssen. Wenn Sie das, was Sie vorher von hinten wie eine weiche Fläche gestützt hat, beim nach vorne gebracht werden, mitkommen lassen, kann es sich sein, dass es sich dann wie eine warme, angenehme Hülle rundet. Von unten werden Sie von der aufströmenden inneren Säule getragen. Ihr Herz wird erfüllt.
Von außen entsteht ein Raum, der uns umhüllt und in dem wir uns in die Welt hinein öffnen können. Wenn Sie dann achtsam in die Mitte zurückkommen, ruht das Gewicht, die Aufrechte wieder über den Ballen. Haben Sie auch das Gefühl, dass Ihre Aufrechte, Ihre Ruhe, Ihre Selbstwahrnehmung anders geworden sind gegenüber der Aufrechte und dem Gleichgewicht, die Sie am Anfang hatten? Ein Gleichgewicht von vorne und hinten? Eine im Innern von unten aufstrebende Säule, die Sie lichtvoll und lebendig stützt? Ein großes, von Wärme erfülltes, offenes Herz. In der Eurythmie bezeichnen wir die Prozesse, mit denen wir uns mit diesen Kräften auseinandersetzen, mit den Namen von Buchstaben. Mit dem I die Kraft des Selbstbewusstseins. Mit dem A die Fähigkeit, sich vorbehaltlos zu öffnen und doch bei sich zu bleiben. Mit dem O liebevoll zu geben und doch ganz in seiner Kraft zu bleiben. Mit dieser Übung, dem IAO in der Gestalt, verbinden Sie sich mit den Sie von außen tragenden und von innen stützenden Kräften, vertiefen das Gefühl für Ihre Mitte und Ihre Selbstwahrnehmung. Wenn Sie den grundsätzlichen Ablauf kennen, können Sie die Übung verschieden gestalten. Probieren Sie es aus und finden Sie Ihre Version. Versuchen Sie, dieses Gefühl auch im Alltag abzurufen. An einer Bushaltestelle minimal Kontakt mit dem Hinterraum aufnehmen, den Kontakt zur inneren Säule, die Sie stützt, suchen, das Herz davon erfüllen lassen, die Umhüllung spüren und die Größe und das Selbstvertrauen, das daraus entsteht, wahrnehmen und wirken lassen.